8 Uhr und 57 Minuten. Hunderte kugelsichere Westen aus Büros von Ukraine-Hilfsorganisationen gestohlen. Diebe haben hunderte für die Ukraine bestimmte kugelsichere Westen aus dem New Yorker Büro einer Hilfsorganisation gestohlen. Es seien rund 400 Schusswesten aus dem Hauptquartier der Organisation Ukrainian Congress Committee of America in der Ostküstenmetropole verschwunden, teilte die New Yorker Polizei am Donnerstag mit. Es sei bislang niemand festgenommen worden. Die Ermittlungen laufen. Ein Sprecher von OKA sprach von etwa 300 entwendeten Westen. Es sei unklar, wie und warum der Diebstahl sich ereignet habe und wer dafür verantwortlich sei. Polizisten von der New Yorker Insel Long Island hatten die kugelsicheren Westen an OKA gespendet. Die Organisation hatte nach eigenen Angaben geplant, die Westen an Helfer in der Ukraine zu liefern und dort im ganzen Land verteilen zu lassen. In den USA leben nach Schätzungen knapp 1,5 Millionen Menschen ukrainischer Herkunft. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine laufen bei vielen US-Organisationen Spendenaktionen für das Land.